So, meine Damen und Herren, vielleicht müssen wir es doch so machen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der letzten in diesem Jahr, 2016. Erstes Spiel der Rückrunde zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und dem FC Oberlausitz von Gersdorf. Spielausgang ausgegangen, wie Sie es gerade beobachten konnten, 0:1. Knapper, glücklicher, aber vielleicht nicht ganz unverdienter sind die Gäste. Zu meiner Linken hat die Frage der Silber, Coach der Gäste, Platz genommen. Wir wollen schauen, wie er dieses Spiel sieht. Bitte, Frage. Schönen Tag. Danke. Viel zu sagen, glaube ich, aber nicht, weil wir haben natürlich keinen Fußball richtig gesehen. Wir haben wirklich Kampf von beider Mannschaft. Wir haben da beider Mannschaft gekämpft und beider Mannschaft wirklich versucht, da irgendwie ein Tor zu erzielen. Und so wie wir es gemacht haben in der ersten Halbzeit, waren natürlich schon ein bisschen glücklich, dass der Ball irgendwie da hinkommt. Dabei habe ich meine Jungs schon vorher gewarnt. Wegen so einem Platz, das geht nur mit der Leidenschaft, das geht nur mit dem Kämpfen, das geht nur, wenn man wirklich 100% Einsatz bringt. Und wir haben auch gesagt, dass wir wirklich ein bisschen Dorfmannschaft mal zu spielen. Dorfmannschaft heißt einfach, das ist einfach die Augen zu machen und dann drauf gehen. Und taktisch oder irgendwelche andere Sachen, das ist ganz schwer, mit so einem Platz zu spielen. Ja, und, aber wenn man so spielt, muss man uns die Sachen annehmen. Weil, wenn man einen guten Platz spielen möchte, dann muss man vierte Liga spielen. Vierte Liga ist ganz normal, bei uns ist es genauso selber, der Platz ist genauso. Vielleicht hier ist es ein bisschen besser, aber diese Bedingung wird überall bekommen. Und dann deswegen, ich glaube, heute haben wir wirklich einen Sieg, dass wir mit der Leidenschaft, mit dem Kämpfen, mit dem wirklich vollen Einsatz 1-0 erzielen. Und alles andere, glaube ich, wir haben auch nicht viel zu sagen, aber bei der Mannschaft hat er wirklich nur auf den zweiten Ball gespielt, nur auf dieser ersten Zweikampf. Und dann, wir haben natürlich ein bisschen mehr Glück gehabt, dass Luckenwalde, was normalerweise das Spiel muss man hier ausgeben, 1-1, weil Luckenwalde hat eine gute Chance gehabt, wenn die Rate fällt. Normalerweise muss das Ding reinmachen und hat es nicht gelungen. Und natürlich, wir haben auch ein bisschen Glück und nehmen den 3 Punkte mit. Und ja, Abschluss bin ich sehr zufrieden, weil die Jungs 26 Punkte gemacht. Trotzdem, dass wir mal 5, 6 neue gestummt haben, aber muss sagen, dass meine Jungs durch den Kämpfen, durch die Arbeit und dann kompensieren vielleicht ein oder andere Problem und dadurch kommt natürlich ein oder andere mögliche Sache dabei und gewinnen wir so ein Spiel und sind wir wirklich Glück und nehmen den 3 Punkte sehr gerne nach Hause, dass wir mal wirklich in der Winterpause jetzt in Ruhe heimkommen. Danke, Marke. Ja, unser Coach, Ivo Nachtigall, wird die Sache wahrscheinlich ähnlich sehen. Wahrscheinlich wäre sie genauso gerne mit den Erfolgserlebnissen in die Winterpause gegangen, aber es hat leider nicht sollen sein. Trotzdem, wie sieht dein Fazit aus, Ivo? Ja, Marke hat es ja schon gesagt. Sie haben das eine Tor gemacht und wir spielen seit Wochen eigentlich ohne Durchlasskraft. Man sieht es, wir tun uns schwer, Chancen rauszuspielen. Beziehungsweise dann auch Tore zu erzielen. Heute haben wir eine Chance in 90 Minuten, das ist einfach zu wenig. Und deswegen ist der Sieg auch verdient von Neugersdorf. Ich habe den Jungs gesagt, es ist so, dass wir natürlich schon seit Wochen und Monaten noch den letzten Block vereinbaren mit Personal angetreten. Und ich hätte jetzt schon Bauchschmerzen, wenn wir da unten stehen würden und ich hätte alle Mann an Deck. So weiß ich aber, dass die Gründe woanders liegen und wir haben natürlich nicht so viele Ergänzungsspieler, die dann auch nahtlos in die Bresche springen können und deswegen wollen wir jetzt Kräfte sammeln und hoffen, dass der eine oder andere zurückkommt. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal umgucken, ist aber immer schwer in der Winterpause im Offensivbereich, weil so in Groben funktioniert das auch noch, aber du kriegst dann immer noch ein Tor und wir hatten in Cottbus schon einen riesen Konterchance, nutzen die nicht. Verlierst dann kurz vor Schluss nach Spielzeit. Du hast bei BHK und Konterchancen führst, verlierst dann kurz vor Schluss. Und da gilt es anzusetzen, auch hier zu Hause gegen Hertha, wo wir 1-0 verloren haben. Da hatten wir dann auch noch viele, viele gute Möglichkeiten. Heute hat dann absolut die Qualität gefehlt. Da müssen wir uns einfach feststellen. Yves Pinus ist heute als A-Junior noch, spielt in der Landesklasse, muss man sich mal vorstellen.
nicht, ob man heute unbedingt hier spielen musste. Verein und Stadt haben wir so festgelegt. Also das war schon für beide Mannschaften sehr kritisch. Und wenn wir von Gesundheitszustand ausgehen, nicht, dass mein Kollege denkt, wir wollten hier mitbolzen. Also ich wollte nicht unbedingt spielen, ich sage es jetzt mal. Und das war schon sehr grenzwertig aus meiner Sicht. Aber es ist gespielt worden und ja, der Sieg geht ganz in Ordnung. Und wir müssen sehen, dass wir die Zeit nutzen in der Winterpause und dann gucken, mit neuer Kraft, mit neuem Mut, dann die Aufgaben angehen und dann sehen, was bei ihm rauskommt. Ein trotzdem schönes Weihnachtsfest. Ja, wir werden wieder aufstehen. Ja, danke für deine Worte, Bruno, Agel. Das waren von Seiten der beiden Pressevertreter. Ich wollte mal vor dem Tor die Ecke. War es aus eurer Sicht, aus meiner Sicht, war es keine Ecke? Oder ist eine der Fehlentscheidungen des Schiedsrichters? Ach, das ist jetzt unerheblich. Sag mal, ob es jetzt eine Ecke war oder nicht. Wenn wir ehrlich sind, hat er eine Gast aber auch die eine oder andere gute Kontermöglichkeit, die sie schlecht ausgespielt haben, wo sie vielleicht auch einen Sack hätten machen können. Wir hatten noch vorher noch eine Chance, gerade kurz in der Freizeit, den der Tix da auch sehr gut hält. Ne? Ein 1-1-Verhältnis, bevor die Ecke kam, genau. Ist für mich unerheblich. Ja. Für mich ist bloß manchmal, wie lange so ein Spiel unterbrochen ist, wenn ein Freistoß gibt, eine gelbe Karte, Roman, der war ja, die sind ja eingefroren auf dem Platz und jedes Mal hat eine lange Zeit gedauert. Da wird der. Ist eh schon schwer gewesen, hier einen Spielfluss stattfinden zu lassen, aber dass man dann nochmal ständig da noch eine halbe Stunde diskutieren muss. Ja. Deswegen, also ich diskutiere nicht jetzt über den Schiedsrichter, wiederhole mich da gerne, ob das jetzt eine Ecke war oder nicht. Vorher hatten wir auch schon eine andere Situation, wo wir Glück hatten. Das sind ja fast so ähnliche Worte wie der Kollege Wallace nach dem Kontrollspiel mit dem Spielfluss, aber das war der Zeug. Gut, dem wollen wir jetzt weiter hinzufügen. Ich wünsche beiden Mannschaften alles Gute, frohe Weihnachten, allen noch anwesenden Gästen und Zuschauern ebenfalls frohes Fest, auf ein neues und neues Jahr. Kommen Sie gut nach Hause und tschüss.